Deutschland auch zu Ostern Proteste gab gegen den Bau neuer LNG-Terminals mit Menschenketten vor der Küste, reibt man sich in der Energieindustrie in den USA die Hände. Die Gewinne sprudeln, auch durch das hierzulande verbotene Fracking. LNG steht für Erdgas, das so extrem gekühlt wurde, dass es flüssig wird und damit verladen und verschifft werden kann. Die USA werden so zu einem wichtigen Energieexporteur. Umweltschützer aber warnen. Benjamin Daniel und Annette Brieger über den LNG-Boom und die Folgen. Amerika gibt Gas. Als der Ukraine-Krieg losging, schoss die Nachfrage nach unserem Gas durch die Decke. Putins Überfall auf die Ukraine bedeutet eine Zeitenwende auch für den Energiesektor. Europas Erdgas im 17. 30 mal 30. Deutschland hat in kürzester Zeit drei Terminals gebaut, die schon jetzt Flüssiggas empfangen. Und bald werden es 5, vielleicht 6 sein. Solch eine rasante Entwicklung ist beispiellos. Wo kommt der Rohstoff her, der unsere Wohnzimmer weitet? Wie empfinden die Menschen vor Ort den Boom? Die Industrie, um die Förderung und Verflüssigung umweltschonender zu gestalten. Wir suchen Antworten auf diese Fragen und bekommen seltene Einblicke in eine von manchen schon tot geglaubte Industrie, deren Zukunft jetzt schillernder denn je erscheint. Energie steht für Innovation und Widerstandsfähigkeit. Die Welt hat ein Energieproblem. Die Nachfrage vieler Länder nach US-Gas steigt. Der Boom für einige ein Riesengeschäft, für andere eine Katastrophe für Umwelt.